Eine neue Folge VfL Spieltagsanalyse. Wir schauen auf das Leipzig-Spiel vom letzten Wochenende zu. Und das machen wir mit Kevin Schlotterbeck. Schlotti, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich mich auch. Die Stimmung nach dem Gladbach-Spiel war bei allen Blau-Weißen eher so bescheiden. Wollen wir das mal so ausdrücken? Wie war die Stimmung nach dem 0:0 in Leipzig? Ja, besser auf jeden Fall. Ich glaube, in Leipzig einen Punkt mitzunehmen ist natürlich ein Fortschritt im Gegensatz zu den zwei Wochen davor natürlich. Aber im Endeffekt willst du gewinnen, dafür spielt man Fußball, möchte man gewinnen, egal ob Bundesliga oder irgendwo unterklassig. Von daher war es natürlich glücklicherweise besser als die zwei Wochen davor, aber jetzt kann es auch mal Zeit werden, um mal drei Punkte mit nach Hause zu bringen oder zu Hause zu behalten. Wenn man 0:0 hört, dann denkt man erstmal, okay, könnte auch irgendwie eine ganz langweilige Nummer gewesen sein. Das war es aber auf keinen Fall, denn in diesem Spiel war einiges los, sehr intensiv. Wie hast du aus nächster Nähe diese 90 Minuten erlebt? Ja, wir haben natürlich so ein bisschen einen anderen Spielstil angewandt. Aber ja, man musste 90 Minuten hochkonzentriert arbeiten, dass du in Leipzig überhaupt einen Punkt mitnehmen kannst. Auf der einen Seite, klar, die 12 Meter hält der Manu natürlich sehr gut. Auf der anderen Seite hattest du ein, zwei Chancen, wo du vielleicht auch treffen kannst und 1:0 in Führung gehen kannst. Von daher war es vielleicht nicht von der läuferischen Leistung her das alleranstrengendste Spiel, aber kopftechnisch war es ein sehr, sehr hartes Spiel. Gut, du hast schon die Einleitung gegeben, dann lass uns doch mal reinschauen in die erste Szene. Es ging nämlich gut los. Wie gesagt, wir hatten einiges, was wir irgendwie ausgraben konnten. Ja. Erste Minute, wir schauen mal rein. Du eröffnest das Spiel und gleich sehen wir Taku, der da vorne drin ist. Das lief für uns in Leipzig in den letzten Jahren, ja, bescheiden gerade schon gesagt, war auch in Leipzig öfter mal der Fall. Hier hat man aber, glaube ich, schon von Beginn an gesehen, dass ihr schon wach seid und top motiviert da reingeht, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man nicht top motiviert ins Spiel geht, dann ist man am falschen Platz. Nein, Ruhe am Ball natürlich, Taku im Zwischenraum gefunden. Taku lässt mit einem Pass direkt auf Djürgi klatschen. Das Tempo von Taku ist natürlich sehr gut. Er bringt sehr viel Geschwindigkeit mit. Und klar, mit einem bisschen besseren Abschluss kommt vielleicht dann eine noch größere Möglichkeit zu einem vielleicht besseren Torabschluss. Aber nichtsdestotrotz sind wir auf jeden Fall gut ins Spiel damit gestartet und hat uns natürlich dann auch Mut und Selbstvertrauen gegeben, um weiter daran zu arbeiten. Wir haben es ja schon gesagt, Tore können wir uns heute nicht anschauen, aber zwei Elfmeterszenen sind auf jeden Fall dabei. Wir gucken jetzt mal in die erste, da bist du auch dran beteiligt, das werden wir gleich sehen. Ja, und es gab so viele Diskussionen auch bei uns auf den Kanälen, bei den Fans und oft war der Tenor halt einfach, wie kann man denn so ein Ding fallen? Jetzt standst du ja dabei. Ja, im Endeffekt kann ich vielleicht, Gambo sieht ja, dass ich vielleicht an den Ball rankomme, vielleicht darf ich früher rausschieben, den Ball einfach klären, aber es war dann so ein 50-50-Ding, wo ich gesagt habe, dann stelle ich ihn lieber. Und man sieht, glaube ich, ganz schön, dass er doch ziemlich abhebt. Ich glaube, auf der zweiten Szene sieht es dann eher nach einem Foul aus als in der ersten Szene, aber klar, die Perspektive war dann nicht so schön, dass man sagen kann, vielleicht, oh, den muss man zurücknehmen, aber ich kann aus Spielersicht nur sagen, er springt davor ab, er fällt in mich rein, er fällt nicht über mein Bein. Von daher muss ich schon sagen, war es ein sehr harter Pfiff. Kann Elfmeter, nicht muss Elfmeter, auch vielleicht so eine Situation, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir sind immer noch im Kontaktsport und wenn man so einen Elfmeter gibt, ich glaube persönlich, dann kannst du jede Woche mindestens 2, 3 Elfmeter mehr geben. Wie ist das in so einer Situation? Spricht man da auch mit dem Schiedsrichter, holt man sich da irgendwie eine Begründung ab oder ist der Pfiff halt da und man muss es irgendwie hinnehmen? Ja, auf der einen Seite muss man natürlich hinnehmen, weil er im ersten Moment natürlich gepfiffen hat. Aber man fragt dann natürlich trotzdem nach, woran lag es. Also ich habe ihn jetzt nicht unbedingt großartig getroffen. Ich glaube, das ist dann eine Kommunikation zwischen Spielern und Schiedsrichter, die auf einer einheitlichen Basis geht, dass man da nicht unbedingt hingeht und den anschreit, weil das bringt dann noch weniger, sondern man versucht da im Austausch zu sein. Und dann wartet man natürlich drauf. Ich habe auf den VAR natürlich gewartet, der hat da nicht eingegriffen, aber so ist es. So ist es. Das Spiel geht trotzdem weiter, Manu hält den Elfmeter und nichtsdestotrotz, wie gesagt, nehmen wir den Punkt mit. Harter Pfiff, aber hätte nicht sein müssen. Vielleicht hätte ich es doch auch in der einen Situation besser machen können. Aber schon gesagt, es ist ja nichts passiert, denn wir haben ja Manuel Riemann im Tor und der kann Elfmeter, da gehen wir auch später noch drauf ein. Wir haben da ja noch was. Lass uns mal in die nächste Szene schauen. Ja, wir haben es gesagt, bisher war in Leipzig für uns nicht wirklich was zu holen. Wir haben da aber an diesem Tag doch einige Chancen kreieren können. Und das ist ja direkt nach dieser Elfmeterszene, gar nicht weiter nach. Und Taku ist durch. Das war schon so, wie man sich das vorstellt, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine große Stärke von uns, einfach den Spielzieler zu finden, zu verlängern, klatschen zu lassen, dann in die Tiefe zu kommen. Innenverteidiger verschätzt sich ein bisschen, Taku kommt dann davor, kann vielleicht noch kreuzen, dann hat er vielleicht noch einen besseren Winkel, aber das ist immer nur so ein bisschen Theorie natürlich. Im Spiel hat man dann doch ein bisschen mehr Druck, aber ja, nichtsdestotrotz, klar, ist eine Riesenchance. Damit, da kannst du 1-0 in Führung gehen, dann nimmt das Spiel vielleicht auch wieder da eine andere Wendung. Dann gehst du vielleicht mit dem 1-0 in die Pause, hast noch mehr Selbstvertrauen geschafft, hast noch mehr Mut, versuchst Leipzig noch mehr ins Kommen zu bringen, dass du vielleicht noch mal ein, zwei Standards mehr oder Gegenstöße mehr hast. Nichtsdestotrotz, klar, darf er den gerne ruhig nächstes Mal machen. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt nicht sauer auf Taku, sondern das zieht uns eher hoch und nimmt uns mit für die nächsten Minuten, dass wir zeigen können oder daran sieht man einfach genau, was uns auch stark macht und wie wir damit weiterarbeiten können. Schon die eine Szene haben wir aus Halbzeit 1 noch und auch da bist du beteiligt. Und ich glaube, das steht noch mal so richtig ja, bezeichnet für diesen Willen, den wir irgendwie an diesem Tag da ich weiß, welche Szene du meinst, zu Werke gelegt haben. Wir schauen mal rein. Ja, du wirfst dich da wunderbar rein. Top-Haltungsnoten. Ist das so, gerade als Defensivmann, so eine Szene, auf die man dann richtig Bock hat, irgendwie alles wegblocken und so, die Gegner kommen da gar nicht erst irgendwie in. Das ist mit, wofür ich glaube, ich in der Innenverteidigung dann auch geholt wurde. In alles reinwerfen, was sich bewegt, so dumm gesagt natürlich, aber alles wegverteidigen, was aufs Tor kommt. Entweder hältst du deinen Schädel hin, deinen Fuß hin, es muss einfach, das muss uns, den VfL Bochum, auszeichnen. Hier vor einem eigenen Haus mit den Fans im Hintergrund muss es ein Fingerzeig sein, hey, kommt mit, feiert uns dafür, dass wir vielleicht auch in der nächsten Aktion noch mal mehr Mut schaffen, noch mal mehr in die Zwischenräume kommen, nach vorne. Ich bin fürs Verteidigen da, die Jungs vorne sind fürs Tore schießen da. Hin und wieder würde ich auch mal gerne wieder treffen, das ist klar. Aber klar, in alles reinwerfen, was aufs Tor kommt, um einfach dem Manu dann auch zu helfen, seine Ecke oder seine präferierte Ecke zu nehmen. Und ja, war ein schöner Block, würde ich sagen. Sah wunderbar aus, das ist recht. Wir springen bei Halbzeit 2. Auch da haben wir eine Szene. Und ich glaube, wir haben es gerade schon gesagt, was uns stark macht, was uns auszeichnet. Ich glaube, das ist wieder so ein ganz gutes Beispiel hier. Toto gleich zu sehen, der sich irgendwie doppelt den Ball da krallt. Ist das auch so das, was euch mitgegeben wird für so ein Spiel? Das ist Voraussetzung, sag ich immer natürlich. Voraussetzung für alles Mögliche. Zieht ja dann auch, Stöki macht weiter, Gonzo behauptet den Ball als erstes gut, versucht dann klatschen zu lassen, versucht tief zu gehen. Und dann heißt es Gegenpressing, wenn du den Ball verlierst. Und da geht Toto natürlich voran als Kapitän. Das ist ganz, ganz wichtig. Der läuft jedes Spiel 13, 14 Kilometer und hilft uns hinten umso mehr. Weil er einfach zeigt, er läuft von links nach rechts, von vorne nach hinten. Und das sieht man ja, was passieren kann oder was entstehen kann, wenn man gutes Gegenpressing hat. Und wie gesagt, das war sehr, sehr wichtige Situation, weil Stöki haut den Freistoß dann nicht so weit danach am Tor vorbei. Aber nichtsdestotrotz hat man in der Situation dann auch gut gesehen, wie gesagt, was uns stark macht. Und Toto hat es dann in der Situation natürlich, hat zweimal sehr gut nachgesetzt. Und man sieht, was dabei rauskommt. Ein 3 gegen 2 oder 3 gegen 3 war es, glaube ich, danach. Und wie gesagt, wenn wir dann da zu einer Torschosse kommen, ist es enorm hilfreich. Und wie gesagt, das ist auch so eine beschreibende Situation, wo man dann sagen kann, das ist sehr gut, das pusht die Mannschaft genau da weiter, dass man genau da dran bleibt und versucht, so das Tor zu verteidigen. Also wir haben es gesehen, wir haben jetzt keinesfalls irgendwie nur den Bus vor dem eigenen Tor geparkt. Da waren auch immer wieder Nadelstiche nach vorne mit richtig guten Chancen. Eine richtig gute Chance hatte allerdings Leipzig noch. Und das ist der zweite Elfmeter. Über die erste, haben wir gesagt, kann man ordentlich diskutieren. Ich glaube, bei der zweiten, wir schauen mal rein, war das dann doch klar, oder? Ja, das hat mir also erstmal bekommen, den Gambo erstmal schön ins Gesicht. Das ist das Schönste, aber ja, der Ivan zerschmettert, glaube ich, in Paulsen seine Kniescheibe so ein bisschen. Aber da kann ich ihm gar keinen Vorwurf machen. Er kommt aus dem Rücken, er will den Ball klären, Innenverteidiger im 5-Meter-Raum. Was willst du da noch sagen? Schulterblick und alles Mögliche. Der will den Ball einfach nur klären, Paulsen ist davor dran und dann gibt es halt einen Elfmeter. Sowas nehme ich dann eher als Elfmeter, wo du sagen kannst, ein Verteidiger ist nicht so schuld, weil dann werfe ich mir eher im ersten Elfmeter vor, schlecht verteidigt. So kannst du sagen, er hat alles versucht und ja, der ist, glaube ich, eher unstrittig, sagen wir es mal so. Kann man pfeifen, ja, gut.
Und ich meine, im Endeffekt war es ja auch von Ivan sehr, sehr clever, da ins Foul zu gehen. Paulsen kann ihn danach nicht reinschieben und wir wissen ja alle, Manu steht da, genau. Der hält das Teil sowieso. Jetzt bist du kein Torwart, sondern Feldspieler, aber kann man das erklären, warum der Manu so eine unfassbare Quote bei diesen Elfmetern hat? Ja, die hat er ja nicht nur im Spiel, die hat er auch im Training. So ist jetzt nicht. Also der hält auch im Training. Ich glaube, das ist einfach seine Aura, die er da so ein bisschen ausstrahlt und vielleicht auch genau der Prozentsatz, glaube ich, 45% gehalten, Elfmeter, das macht dann in dir was. Sowohl als Spieler im Training als auch im Spiel. Du weißt, der Junge ist gut auf der Linie beim Elfmeter. Dann grübelst erstmal. Klar kannst du sagen, die Jungs, Forsberg, Simons sind Weltklasse. Natürlich, aber wir haben einen Manu, der ist genauso gut natürlich auf der Linie. Essentiell wichtig natürlich in dem Spiel, dass er uns da drin hält. Sowohl beim ersten als auch beim zweiten, weil das hätte natürlich auch hätte Fahrradkette so ein bisschen eine ganz andere Wendung nehmen können. Aber nichtsdestotrotz, dafür ist der Manu da, dass er uns die Dinger hinten hält, wenn wir es mal nicht richtig verteidigen können. Und solange die Null steht, nehmen wir jedes Mal einen Punkt mit. Und das ist erstmal das oberste Ziel, dass du gut stehst. Und dann kannst du immer weiter nach vorne blicken. Null gehalten und ich glaube, da sind wir uns einig, das war ein Punkt, der sehr gut tat, den wir da aus Leipzig mitgenommen haben. Du bist jetzt seit Ende August wieder hier. Ich meine, kann es natürlich noch viel aus deiner ersten Zeit in der letzten Saison hier. Wie schnell bist du dann wieder zurück hier angekommen in Bochum? Ja, das ging ganz schnell. Es sind ja viele Jungs da geblieben. Ich habe mich mit dem Großteil der Mannschaft natürlich sehr gut verstanden und sie wussten auch, wie ich tick. Von daher, ich habe mich gefreut, dass es dann ein bisschen später dann nochmal geklappt hat. Über den zweiten, dritten Anlauf natürlich. Aber nichtsdestotrotz bin ich hierher gekommen, weil ich der Meinung bin, wir haben hier eine sehr gute Mannschaft, die sowohl fußballerisch, kämpferisch alles zeigen kann. Und das ist die oberste Prämisse. Und ich glaube, das oberste Ziel ist einfach der Klassenerhalt. Und da sehe ich große Chancen, dass wir den dieses Jahr schaffen, weil wir wirklich ein gutes Team haben, einen guten Mix zwischen Kämpfen, Fußball spielen. Und die Mischung müssen wir einfach finden. Die ist uns vielleicht noch nicht so richtig gelungen. Aber die Saison ist noch jung. Von daher freuen wir uns auf die nächsten Wochen und dann wird das schon alles gut gehen. Es gibt dieses wunderbare Video, was wir auch auf unseren Kanälen gespielt haben. Das war aus dem Dortmund-Spiel. Da warst du das erste Mal wieder im Kader nach deiner Rückkehr hier und bist gar nicht zum Einsatz gekommen, aber hinterher singend über den Platz Richtung Kurve gelaufen. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Ich glaube, da hat man noch mal so richtig gesehen, dass du ja, extrem Bock hier auf Bochum hast, oder? Natürlich, auf jeden Fall. Ich glaube, ihr Jungs habt mich alle gut aufgenommen, sowohl von eurer Seite aus als auch von der Mannschaft. Ich fühle mich hier einfach extrem wohl, sowohl in der Mannschaft als auch im heimischen Stadion. Das ist einfach überragend und wenn die Jungs, du siehst ja hinter dir, hinter uns stehen, dann kann es schon mit einem Gegner einiges machen. Und dafür sind die Jungs da, dass sie vielleicht den Gegner dann auch noch mal ein kleines bisschen mehr Angst machen. Ich glaube, es gibt nicht viele Stadien in Deutschland, wo du so eine Kulisse hast, wo es hinterm Tor abgeht. An der Seite, an der Eckfahne ist auch eine richtig geile Ecke, muss ich sagen. Weil das macht dann auch mit einem Spieler was. Du fährst sehr ungern nach Bochum, weil du weißt, hier kann es richtig ungemütlich werden. Egal, welchem Spielstil wir wir spielen, ob es ein langer Ball ist, ein kurzer Ball. Aber wenn wir dann mal 2, 3 Abschlüsse ineinander haben, da muss ich froh sein, wenn du danach Ruhe hast, weil da bekommst du ein bisschen Ohrenprobleme, glaube ich, hier. Nein, es ist toll hier. Ich habe mich, wie gesagt, hier sehr wohl gefühlt. Jetzt bin ich wieder da und versuche natürlich auf meine Art und Weise der Mannschaft zu helfen. Das hören wir sehr gerne, das freut uns. Jetzt ist Länderspielpause, ein paar Tage frei. Danach ja ein besonderes Spiel auch für dich in Freiburg. Ist das schon so präsent oder fährt man jetzt erstmal ein bisschen runter? Ja, ich glaube, die Länderspielpausen nutzt man jetzt erstmal, um einfach den Kopf frei zu machen, um einfach mal nochmal abzuschalten, weil dann sind es doch nicht so viele freie Tage im Laufe des Jahres. Da, wenn du dann mal 3 Tage frei hast, dann schaust du erstmal, dass du die Festplatte komplett neu formatierst so ein bisschen und versuchst einfach runterzufahren, dass du dich dann in dem nächsten Block kurz vor der Länderspielpause wieder voll darauf konzentrieren kannst. Sehr wichtige Spiele für uns, weil es jetzt natürlich langsam darum geht, was passiert, wohin geht unser Weg gemeinsam. Und dann hoffen wir einfach, dass das alles gut läuft. Aber klar, jetzt schauen wir erstmal, dass wir kurz runterfahren, morgen nochmal kurz hochfahren gegen Hannover. Aber dann heißt es erstmal runterkommen und ab nächste Woche dann Gas geben. Wunderbar. Schlotti, dann wünschen wir einen guten Test morgen und danach ein paar erholsame Tage hoffentlich. Ja. Und freuen uns auf die nächsten Wochen. Danke. Vielen Dank.